Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kena. Heute sind wir an einer neuen Aufnahmesession angekommen. Und ich würde einfach sagen, wir klicken auf Weiter und dann geht's weiter. Macht Sinn, leuchtet ein, wo sind wir stehen geblieben? Genau, hier oben auf einen schönen Aussichtspunkt. Und wir müssen jetzt Adiras Reue weitermachen, beziehungsweise finde einen Weg in die Dorfherzhöhlen. Eingang zum Dorfherz, da oben oder wait, what? Soll ich denn da hinkommen? Egal, ich würde sagen, wir Rott verwenden. Ja. Das hört sich doch gut an. Okay, wir fahren einmal bitte runter. Und dann laufen wir irgendwo da hoch. Zum Questteil halt. Und da sehe ich mich auf jeden Fall drinne. Ich frage mich, wie viele Boss jetzt noch kommen. Ich glaube, wir haben jetzt 10 geschafft. Oder 9, keine Ahnung. Und ja. Schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Gehen wir erstmal hier entlang, auf entspannt. Wahrscheinlich ist es hier auch schon direkt der richtige Weg zum Dorfherz, oder? Würde ich jetzt mal tippen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch wahrlich gut aus. So, wo geht's hier hoch? Was ist das? Hier geht's auf jeden Fall irgendwo hoch. Gehen wir einfach mal lang. Hier sind Katzenstatuen. Hier können wir unsere, wie ging denn das nochmal, unsere Bombe verwenden. Ah, so ging das, stimmt. Ah, okay, das gab nur ein bisschen Stuff. Okay, nehmen wir mit. Danke dafür. Oh, das sieht hier ziemlich richtig aus. Aber ich komme nicht da rein, oder? Von hier aus wahrscheinlich. Wenn da schon auf der Karte steht, Eingang zum Dorfherz. Er sieht, wobei doch hier. Nee, doch, ja doch, nee. Nee, hier ist gesperrt, ne? Wir müssen erstmal außenrum wahrscheinlich. Dann, ja, ist die Frage, was außenrum bedeutet. Hier lang oder links lang? Genau, hebt es mal auf. Und, was bringt es eigentlich, die Dinge auf? Wait, habe ich einen Rott gefangen? Wait, ich habe eine neue Rottfähigkeit. Kann das sein? Ah, hier ist eine Kiste. Oh, shit. Ja, gut. Ich dachte nicht, dass es das jetzt eine verfluchte Kiste ist. Upsi, ja, gut. Geht's rein hier. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Weg mit denen. Wieso sind die so verteilt? Das ist, glaube ich, ziemlich schwer, das in Zeit zu schaffen, oder? Bam, 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 bam. Schneller, schneller, schneller. Mach so wenig Damage. Gut, gut, gut. Wie viele Feinde noch? Fünf. Nee, sechs. Wait, what? Ach, 15 müssen wir besiegen. Yo, true, dude. Ja, okay, das war wohl die falsche Attacke. Ja, das schaffen wir nicht. Da machst du nichts. I tried my best and my hardest, but it wasn't enough. Das haben wir nicht geschafft. Da machst du nichts. Das war leider Gottes. Oh, wir haben hier aber was Neues gefunden. Sieht aus wie ein Legendary, nee, Geisterpost. Weiß immer noch nicht genau, was das ist. Sollen wir es nochmal probieren? Komm, ein Versuch geht noch. Ich glaube, man springt einfach hier direkt runter. Macht einfach hier den. Vielleicht muss ich andere Attacken verwenden. Zum Beispiel die stärkere. Okay. Okay, wir haben schon wieder verfehlt. Das ist nicht gut. Aber der schwere Digger, damn, der ist sick. Bam, 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 du zackig, knackig. Abfahrt. Nein. Upsi. Aua, well. Das reicht wieder nicht, ne? Ja gut, wenn man auch noch jedes Mal verfehlt.
Ich mach einfach zu wenig Damage, bruh. Was ist denn das? Komm, nochmal. Einer geht noch. Alle guten Dinge sind drei. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss andere Attacken verwenden. Sind es die schweren oder was? Einfach R2 spam. Ich weiß ja nicht, ob das der Play ist. Aber maybe. Wow, okay. Ach, was weiß ich. Oha. Wie kann ich denn die stacken? Gar nicht. Komm, komm, komm. Zackig, knackig. Ja, das geht halt nicht. Ich kann ja nicht ewig lange ausholen. Okay. Das scheint der Play zu sein, doch. Rotthammer. Egal, das wird zu schwer. Ich will jetzt hier weitermachen mit der Story. Das ist eh nur... Da gibt es irgend so Schmutzbelohnungen. Wen interessiert's? Brauchen wir nicht. Weiter geht's. Weiter geht's. Hier oben ist wohl richtig. Hier gibt's auch einen Teleport. Den schalten wir mal frei. Wunderschön. Perfekt. Okay. Ich habe die Platte repariert, also solltest du das aktivieren können, bla bla blub. Ein weiteres Relikt muss in der Nähe sein. Das Dorfherz Energie fließt vom Berg und sammelt sich in einem riesigen Netz von Höhlen unter dem Ackerland. Adira und ich haben einen Weg gefunden, diese Energie zu sammeln und zu konzentrieren. Diese Höhlen waren der Kern unserer Arbeit. Nice one, dude. Okay, kann ich das einfach hier öffnen? Nein, das scheint nicht zu gehen. Also müssen wir hier das irgendwie besser machen, I guess. Geht's jetzt? Hä? Okay. Es geht fast, aber irgendwas muss ich hier beide oder was? Wahrscheinlich so, Moment. Okay, ja, nee, nicht so. Wait, what? Okay, okay, I got it. Jetzt weiß ich wie. Also, wir aktivieren das einmal. Wir müssen beide und dann haben wir nur gewiss eine kurze Zeit. Dann das. Hä? Nein. Nein. Oh, ich war zu langsam. Ich bin so bad. Ich muss das Teil doch einmal abschießen. Ich dachte, das wäre noch so. Okay, Moment, Moment. Wir haben es gleich. Ich bin mal wieder lost. Ich hoffe, wir haben es gleich. Komm, 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 komm. There we go. Es wurde aber auch Zeit hier. Das war jetzt nicht so schwer. Let's go, let's go, let's go. Was erwartet mich jetzt hier? Okay, ich dachte, man rutscht jetzt hier runter, aber es sind nur Treppen. Ui, schön hier. Sieht auf jeden Fall imposant aus. Okay, Kamera macht komische Schwenkungen. Darunter soll ich wohl. Das Dorfherz. Hm. Interessant. Das Dorfherz haben wir hier. Schön hier. Sieht mir nach ein paar Rätsel aus. Okay, machen wir hier rechts entlang. Oder auch nicht. Oder auch doch, doch. Einmal rutschen. Okay, springen muss man hier anscheinend nicht.
Oder? Wait, what? Sterbe ich jetzt? Uff, ich dachte, ich sterbe schon. Okay, dann geht's wahrscheinlich hier entlang. Okay, und da sind Gegner. Mal gucken, was für welche, ob die schwer sind. Okay, das sind die gleichen Viecher wie immer. Oh, aua. Aber aua machen sie trotzdem, ne? Mach Mund zu, Dude. Was ist eigentlich mit Upgrades? Ich habe, glaube ich, schon lange keine Upgrades mehr gekauft. Guck mal, hier ist schon Rot-Upgrades verfügbar. Drücke Viereck, während du deinen Bogen spannst, um einen Rot-Feuer zu erzeugen. Kenas Bogen feuert einen mächtigen Schuss ab, der Feinde durchbohrt. Okay, das hört sich eigentlich ziemlich stark an. Aber was haben wir sonst noch so? Führe einen schweren Angriff mit präzisem Timing durch, um massiven Schaden zu verursachen. Ich habe eigentlich nicht so das präzise Timing. Um ehrlich zu sein. Was haben wir hier? Erhalte eine Rot-Aktion, wenn du einen gegnerischen Angriff erfolgreich parierst. Mache ich eigentlich auch nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind. Drücke R3 wäre, das ist nice. Was ist das denn hier? Beim Abschießen eines gebundenen Feindes spaltet sich der Fall und schädigt Feinde der Nähe. Ach so, weiß ich auch nicht. Fühle ich jetzt auch nicht so. Kena kann 5 Pfeile abfeuern, bevor der Geistbogen wieder aufgeladen werden muss. Das könnte vielleicht ganz gut sein, aber erstmal vielleicht auch nicht. Bombenschaden wird erhöht, wenn Kena die Bombe abschießt, bevor sie von selbst explodiert. Das ist alles so teuer. Ich habe nur 500. Schalte die Fähigkeit frei, 2 Bomben auf einmal zu erstellen. Okay, und was ist das hier? Halte L2 und R1, drücke dann Viereck, um eine Rottbombe zu erzeugen. Sobald die Rottbombe gezündet ist, verlangsamt Feinde und Geschosse in der Nähe. Okay. Puh, fühle ich jetzt auch nicht so. Ich würde sagen, wir schalten das frei. Präzises Timing fühle ich nicht. Fühle ich auch nicht. Wir können ja das nochmal erhöhen, warum nicht? Wir haben jetzt eh nur noch 100, jetzt können wir uns nichts mehr leisten. Alrighty, dann haben wir ein bisschen was geupgradet. Geht's hier weiter? Einmal schwimmen durch Gollums Höhle. Wunderschön, einwandfrei. Okay, hier kann ich wieder was auslösen. Aber ich kann auch mich hier hochziehen lassen. Ah, nee, vielleicht auch nicht. Ah, Moment. Uff, ich weiß schon, was das Spiel von mir will. Ich muss dann die Zeit verlangsamen, damit ich das da hinten treffe. Was ist... Hier gibt es wieder so viele Möglichkeiten, wie du das Spiel spielst. Hier sind erstmal ein paar Kisten, die halt optional sind. Die muss man nicht mitnehmen, aber kann man... Gibt's hier auch ein Feini? Nee, ne? Kein Feini für mich. Sah erst so aus. Oh, hier gibt's aber Licht. Wieso leuchtet das? Okay, man weiß es nicht. Okay, würde ich mal sagen, triggern wir das. Oder auch nicht. Okay, was bringt mir das? What the fuck? Wie soll ich denn da hochkommen? Moment mal. Wow, ey, ich hab's immer noch nicht ganz gerafft mit der Tastenkombo. Ich bin so lost. Ich bin so verloren, holy shit. Alter. Ui, das war gut. Was ist das hier? Ein Feini, oder?
Yes. Da ist er doch. Der Smiley Face Boy. 65. Uff. Wie soll ich denn 65 noch finden? Was zum Teufel? Okay, jetzt hänge ich hier so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Wie komme ich denn hier rauf? Das ist hier die große Frage. Wie komme ich auf diese Steine? Ich habe noch eine andere. Vielleicht stelle ich mich hier hin. Löst das dann aus? Nö, dann falle ich einfach durch. Wow, danke dafür. Hä? Uff, das ist ja voll schwer. Schaffe ich das hier rauf? Nee, das geht doch gar nicht. Hä? Was will das Spiel von mir? Hier ist ein kaputter Kristall. Okay, jetzt stehen wir hier auf dem Schlauch. Irgendwas muss ich doch wieder absolut übersehen, was richtig offensichtlich ist. Was zum Teufel? Wie geht's hier weiter? Nochmal. Okay, jetzt. Ja, gute Frage. Nächste Frage, nicht? Wait, ist da auch noch ein Kristall? Nee. Hä? Spiel? Was willst du von mir? Okay, I don't... Hier sind kaputte Kristalle. Das muss irgendwas mit den Kristallen zu tun haben, glaube ich. Okay, Moment. Fucking hell, was sind das hier für Kristalle? Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Wait, ist hier... Nee, da ist auch nichts. Hä? Hier gibt es hier hinten vielleicht noch irgendwie was. Puh, also ich check's gerade wirklich nicht. Das ist ja schwierig. Wait, vielleicht da die Wand einfach hochspringen? Aber how? Wait, komme ich hier hoch? Nee, oder? Doch. Ah. Uff, ich dachte eigentlich, das hätte irgend... Okay, ja, unlucky. Da waren wir kurz mal wieder lost. Jetzt ist die Frage... Wahrscheinlich ist es so richtig und dann können wir da weiter. Aber Momentchen, was gibt's hier noch? Hier gibt's wieder eine Kiste, wo du wahrscheinlich Feinde killen musst, oder? Die sieht schon wieder so aus. Besiege, oh nein, den Holzritter soll ich besiegen. Fucking hell. Ja, dich machen wir erstmal zur Sau. Okay. Die Mechan...
Ach komm schon. Oh. Beruhigen Sie sich. Aua. Come on, der ist doch fast tot. Holy. Puh. War close, aber wir haben es geschafft. Gar kein Problem. Weiter geht's. Gönnen wir mal hier die Kiste. Eine Maske gibt's hier. Hannas Maske. Guck mal hier. What the fuck? Hat das? Mit diesen Kristallen hier auf sich. Was sind das für komische Kristalle? Okay, ich würde sagen, wir versuchen. Okay, perfekt. Nicht. Oh. Momentchen. Okay, fuck. Der Sprung geht halt nicht. Uff. Ja, okay, dann sind wir wohl dead. Schade. Die Kiste haben wir aber gespielt, ne? Yes. Das muss irgendwas mit diesen Kristallen hier zu tun haben. Ey, da oben leuchtet was? Nee, das ist nur der Ausgang. Da. Ja. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Come on, dude. Was sind das denn für Kristalle? Was willst du von mir? Geht es so? Auch nicht. Ach, als ob, Dude. Das gibt's ja gar nicht. Oder muss ich eine Bombe im Sprung werfen? Als ob man so harte Mechaniken hier spielen muss, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht muss ich echt eine Bombe im Sprung werfen. Kann das sein? Was bringt mir das hier? Oder schaffe ich es jetzt? Ah, so könnte ich es doch schaffen, oder? Maybe. Versuchen wir es nochmal. Ich bin halt... Vielleicht denke ich wieder zu kompliziert. Eins. Zwei. Okay, okay. Anscheinend habe ich zu kompliziert gedacht. Ich frage mich trotzdem, was das mit den Kristallen da noch auf sich hat. Das ist ja ganz komisch gefühlt. Es gibt so irgendwie noch ein Easter Egg. Bestimmt kann man da noch irgendwas einsammeln. Ist halt ein schweres Rätsel wahrscheinlich. Hier sind auch schon wieder so Kristalle. Ich hoffe, die brauche ich nicht. Die dienen wahrscheinlich nur fürs Licht. Okay, bisschen Jump and Run, fühle ich.
Okay, wir haben auf jeden Fall hier ordentlich Rätsel dran. So viel steht sicher. Okay, was? Uff, okay. Ja, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich sehe hier gar nichts. Ha. Da hoch oder was? Uff, man hat aber echt lange Zeit, also das scheint. Das scheint ein interessantes Spielchen zu werden. Wahrscheinlich erstmal so. Dann. Okay, das klappt halt nicht. Dann wahrscheinlich so. Nee, das ist auch falsch. Wie soll ich denn da hochkommen? Holy fuck. Hä, ich komme doch niemals. Doch, ich komme hier hoch. Okay, like this. Ah! Unlucky. Okay, schauen wir uns erstmal hier kurz rum. Hier gibt es eine Kiste auf entspannt. Nehmen wir mit. Danke dafür. Komme ich auch von hier darauf? Wahrscheinlich nicht. Okay. Doch. Maybe doch. Okay, die wollte sich nicht da ranhängen. Ja, RIP. Oder was auch immer da passiert ist. Wenn die wollte sich ja nicht da ranhängen. Müssen wir wohl noch eine Etage höher springen. Da machst du nichts. Das haben wir gleich, though, hoffentlich. Number one, number two. Einmal hier hoch. Dann wahrscheinlich hier hin. Oh yes, dude. Easy. Easy. Hier gibt's wieder ein Feini. Nehm mal mit. Kommst du mit, Brody? Ja, du freust dich, wenn du bei mir bist, ne? Das weiß ich doch. Okay, hier sind wieder kaputte Kristalle. Keine Ahnung, was die mir zu sagen haben wollen. Und hier sieht's irgendwie aus nach einem Bossfight. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss, Boys. Das war doch wieder eine ganz entspannte Folge. War leider kein Boss dabei, aber waren halt Rätsel. Bisschen am Anfang mit der verfluchten Truhe aufgehalten. Aber das ist okay. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das gerne auch liken. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.